Dort Rex, der nächste Gegner. Gegen mich haben Sie keine Chance, General. Hallo, General. Denken Sie, ich sehe Ihre Spionageflieger nicht? Bitte sehen Sie sich in Ruhe um. Schließlich ist es das letzte Mal, dass Sie meine Festung sehen. Wie Sie sehen, ist meine Festung uneinnehmbar. Und meine Chemiewaffen werden Ihre Einheiten vergiften, bevor sie mir zu nahe kommen. Ich habe ihn ja schon ein bisschen vermisst, als ich ihn gespielt habe. Weil ich nicht gegen ihn kämpfte. Können Sie Ihren Enkeln von dieser Niederlage erzählen? Da werden die sich aber freuen, ne? Das erzählt man natürlich gerne. Schon lustiger Geselle. Können die das mal irgendwie aufbauen? Danke. Schnell. Da wird wieder der Anfang entscheidend sein. Der hat also Chemiewaffen. Da war ja was. Was ist gut dagegen? Felixgeschütze. Stingerstellung wird hier nicht so helfen. Und Tunnelsystem. Vielleicht doch eher Tunnelsystem. Hm? Dann brauche ich doch mal schnell ein paar Arbeiter. Dann einen Waffenhändler. Zack, zack. Und dann zack. Also ich würde mich jetzt erstmal auf Tunnelsysteme verständigen. Ich sehe sie. Aber es kann natürlich auch ein Fehler sein. Ich denke mir halt, wenn er mit Chemie angreift, dann sind meine Typen in der Stingerstellung gleich wieder tot. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber bei dem General Tau mit dem Nuklearzeug war es schon mal so. Upgrade verfügbar. Gegen Dr. Twex habe ich doch schon mal gekämpft als dem ersten IBG da. Wer war das denn? Kassat? Ich weiß aber nicht mehr, wie das ablief. Aber sicherlich hatte ich da auch Stingerstellung hier. Wir versuchen es einfach mal neu. Oder mal so eine Stingerstellung kommen. Kann man auch ein bisschen in die Luft schießen. Hier links Geschütz. Zumindest mal eins. Was mache ich mit denen? Das ist aber die Frage. Strahlenanzüge brauche ich. Warten Sie, bis meine Medizin wirkt. Zack. Ich habe irgendwas gehört. Als hätte eine Artillerie geschossen, aber ich habe mich wohl geirrt. Oder es war in der Musik drin. So, was brauchen wir denn so? Gibt es nicht irgendwie Strahlenanzüge? Die gab es doch mal irgendwo im Palast eigentlich. Gerade rechtzeitig fertig geworden. Hilfe von allen Seiten. Wollen Sie mal riechen? Cool. Ja, das riecht aber gut. Nee, nicht reingehen, du sollst es reparieren. Felixgeschütz, tu mal was. Für dein Geld. Danke. Ja, wir dürfen gleich nochmal einbauen. Geil. Das kostet ja fast nichts. Mich bringt ihr nicht um, aber dich. Früher oder später. Scud-Werfer. Gerne, sehr gerne. Scud-Stellung. Mit der kann man hier gut arbeiten, wenn man ehrlich ist. Will ich machen, will ich haben. Hier kann dann noch irgendwie geupgradet werden mit Sprengstoff. Ich weiß nicht, was das bewirkt dann. Habe ich das nicht gesehen beim letzten Mal? Ich habe nicht drauf geachtet wahrscheinlich. Ich muss damit noch mich anfreunden, dass ich hier neue Möglichkeiten habe. Hier. Alle Einheiten und Abwehreinrichtungen können TNT-Angriffe durchführen. Können sie doch jetzt schon irgendwie. Tief durchatmen. Bin verwirrt. Scud-Sturm oder Schwarzmark? Wir nehmen erstmal einen Scud-Sturm. Zumindest mal einen, falls er dann seinen rausholt, dass ich mich dagegen wehren kann. Dann hätte ich gern so einen 1200 heftig. Scud-Stellung. Und wieder zurück schnell. Nee, jetzt ist er mir. Ja, genau das ist passiert, was ich geahnt habe. Genau das, was ich vermeiden wollte. Deswegen habe ich keine Stingerstellung gebaut. Ich hatte also doch recht. Es war gut, nicht so viele Stingerstellungen zu bauen. Machen die überhaupt Schaden? Gut, wir bauen da mal sowas hin, würde ich mal behaupten. Wird wahrscheinlich ganz sinnvoll sein an der Stelle. Aber immerhin kriegen sie die nicht klein. Die Stingerstellung, wir schießen irgendwie nicht drauf oder machen kaum Schaden. Ja, das ist ja dumm. Aber die können mich quasi im Schach halten. Sobald die wieder da sind, die Leute werden sie wieder in Säure ertränkt. Nicht gut ist das. So, habe ich meinen Scud. Ah, mit dem kann ich auch jetzt ein bisschen helfen.
Aber jetzt brauche ich den wahrscheinlich nicht mehr. Ha, jetzt geht's nämlich so. So, da schieße ich mal da drauf. Jetzt kann ich von Weitem überall alles abschießen. Das ist cool. Wenn sich die Säure durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. So, hier hätte ich gerne noch sowas. Mit einem Zeichen des guten Willens, einem Gegenmittel zum Beispiel. Hoffentlich kommt es nicht bis zu mir, die Säure. Aber ich glaube, er wird eher hier beeinträchtigt. Sie haben fast keine Ressourcen mehr, General. Doch, ich habe noch genug. Ich fürchte, jetzt können Sie mich nicht mehr aufhalten. Das reicht mir. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Lass sie nicht so nah ran. Danke. Ich hätte hier schon gern noch sowas. Ich fühle mich ein bisschen unsicher gerade, obwohl ich ja eigentlich genug habe. Aber die Stingerstellung ist halt so schwach. Wenn sie wenn er irgendwann mit Fahrzeugen kommt, dann wird die sich wieder auszahlen, die Stingerstellung. Aber solange er mit Infanterie kommt, ist sie total nutzlos. Ah, schießt das mal kaputt. Puh, gerade so geschafft. Das sollte nicht überleben. Schnell, mach das mal ganz. Und perfekt. So viele Abwehrstellungen, General. Alle nutzlos. Ah, ich finde die eigentlich ganz gut. Was ist denn hier passiert schon wieder? So schlimm ist da ist jemand reingegangen. Es brennt nur ein bisschen. Das ist alles. Dann gehe ich da mal kurz rüber. Jetzt kommt er endlich mit Fahrzeugen. Als hätte ich drauf gewartet. Da drauf und die gehen dann vielleicht mal mehr in die Richtung. Geht auch da nicht in die feindlichen Linien, Junge. Ich befürchte nämlich, dieses Gift kommt bis zu mir runter, aber ich mache das lieber jetzt unter kontrollierten Bedingungen kaputt. Ein Radarwagen bitte schon mal. Und dann irgendwo ganz weg hier. Mal gucken, ob der überhaupt dahin fahren kann noch. So, so, so. Und ja, Raketenbug ist auch. Habe ich schon mal alles erforscht. Muss nicht dauernd immer klein, klein, Stück für Stück machen. Scheint ja diesmal zu funktionieren. Dann machen wir da ein 1 draus und perfekt. Jawohl. Ich kann was sehen, juhu. Der muss aber ganz außen rumfahren hier. Tief einatmen und ausatmen. Wie finden Sie der das? Kommt irgendwann hier wieder, aber ich hoffe, dass er nie genug Schaden macht. Und der kann es sofort reparieren. Wir haben einen Krieger. Oh ja, ich habe keine Schutzanzüge, aber er hat sie. Oder? Hat er nicht welche? Das geht aber ganz schön weit, das ist nicht gut. Lirks. Und gut, so viel Schaden macht es auch nicht. Dann würde ich das gerne mal die Verteidigungsanlagen angreifen und gucken, ob es klappt. So, und noch mehr Schwarzmärkte gerne. Zack. Sobald das Gift weg ist, hole ich mir den Bohrturm da. Chemietruppen vorwärts. Irks! Geh mal da drauf, das wäre mir ganz recht. Bleib schön stehen. Oh, er schießt es ab, ich kann mich nicht gegen wehren. Aber es ist kaputt. Wenigstens das. Ich konnte mich nicht wehren. Schade. Habe ich da irgendwo einen Kundschafter gehört? Oh, geh da mal weg. Geh da mal weg. Toll, die sterben alle, das gibt's doch nicht. Ja, aber ich bin befördert und will aber nichts haben davon. Machen wir das mal kaputt. Fahr doch nicht da rein, du Depp. Schieb den mal ein bisschen rum, genau. Schlimm. Brauche ich jetzt hier noch was? Nee. Würde ich nicht sagen. Da ist wieder keiner drin. Ich brauche unbedingt mal Einheiten, ein paar. Viel zu wenig. So, die schießen meine Raketen, glaube ich, ab. Das konnte ich doch auch gerade. Mal gucken, ob die so weit kommen. Kann der von hier aus schießen? Nee, er will auch gar nicht. Komischer Typ. Schießen sollst du. Danke. Da kommt auch keiner raus. Ne? Ja toll, das hat sich ja schon mal gelohnt. Ich brauche noch einen davon. Mündest du noch einen? Tschüss, inwiefern? Geh da mal hoch. Wir haben ein Problem mit unseren Chemiewaffen. Vorsicht. Geh mal darauf, das ist gerade wichtig. Habe ich wieder nicht mitbekommen. Scheiße. Ja, schieß doch mal. Er macht's wieder nicht. Meine Fresse. Das gibt's doch nicht. Das ist selber schuld jetzt. Total dumm. Aber das Loch steht wenigstens noch.
Ach, diese scheiß Stingerstellung. Das gibt's doch nicht. Fahrt da mal hin, schnell. Ja, das sieht fast so aus gerade. Hm? Mach den mal kaputt. Die haben einen Skatsturm gebaut. Ah! Soll ich mal ausrasten? Mach den endlich mal klein. Danke. Das hat jetzt aber gar nicht viel gekostet. Fuck off. Meine Fresse, ist das jetzt wieder knapp. Mein Skatsturm ist gleich bereit. Und er hat auch einen, fällt mir gerade auf. Wurde gerade gesagt. Haben einen Krieger verloren. Wenn der mal da durch könnte. Ja, wird das wirklich nicht. Schön, mein Dreier ist tot. Ich komme hier gar nicht. Es kommen hier gleich wahrscheinlich auch noch von rechts. Und ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Sie haben meine Experimente gestört. So, reparier das mal. Hatte ich dann nicht mal einen Infanterist? Na, wenigstens ist dann der Bohrturm nicht zerstört worden. So, dann hätte ich gerne noch eine Skatstellung. Sie sind selbst schuld. Jetzt werden ihre Einheiten für ihre Fehler bezahlen. Quark. Noch habe ich Chancen, noch habe ich Hoffnung. Aber ich finde es schön, dass ich hier rechts... Ich werde zwar angegriffen immer wieder, aber nicht vernichtend. Ich höre irgendwas. Wo? Und ich habe kein Geld mehr. Keine Nachschublage. Irgendjemand... Ja, wer? Oder haben Sie Angst vor dem, was Sie in meiner Basis finden können? Wer greift mich denn an? Aber naja, einen Krieger verloren. Scheiß drauf. So, können wir das mal angreifen? Wenn mal die Felix-Beschützer weg wären. Die tun auch nichts, ne? Die ist mal kaputt. Da drauf, bitte. Wenn jetzt mal endlich keine feindliche Skatstellung kommen würde. Wäre das ganz cool. Die kriegen sie nicht beide klein, oder? Wir haben einen Krieger verloren. Das wäre ja sonst beschissen. Oder noch eine Stingerstellung vielleicht. Ist sie vielleicht ganz gut? Och nö! Macht's kaputt! Geil, weg hier! Ah! Jetzt lohnt sich das natürlich gerade alles nicht mehr. Meine schönen Arbeiter, aber gut. Die sind ja sowieso gerade nutzlos geworden. Geh da mal rein. Tja, das war's mit dem. Weg da! Hilfe! Haben die es immer noch? Mein Radarwagen ist auch kaputt übrigens. Deswegen sehe ich nichts mehr. Gut, aber die Stingerstellung ist schon mal hin. Puh, das war ein Akt. Das war wirklich ein Akt. Und ich muss mich gleich um den Skatsturm kümmern. Hoffentlich funktioniert das, wie ich mir das wünsche. Sonst habe ich ein dickes Problem. Wir haben einen Krieger verloren. Hilfe. Mach die mal kaputt. Immer noch Gift hier überall. Schlimm. So, jetzt habe ich da meine Ruhe. Puh, können die nicht mal generell hier drauf schießen? Dann treffe ich bestimmt irgendwann jemanden. Und da greifen sie wieder. Oh, ich habe keinen Arbeiter mehr. Das ist jetzt ganz blöd. Nein, mein schöner Po. Ah! Wer greift denn da an? Wer kann es wagen? Aber verheerend. Da! Mach den mal kaputt. Schnell! Kann er nicht angehen hier. Meine schönen Bohrtürme. Oder der eine zumindest. So, reparier mal. Aber bitte ohne zu sterben. Wir haben einen Krieger verloren. Wirks! Kümmere dich mal um den da, das ist ein Feind. Und da muss ich kurz nach oben und hoffen, dass das funktioniert. Ich speichere mal. Heieiei, wird das eng wieder. Bei dem einen Mal habe ich es komplett vergessen, aber hier soll das nicht passieren. Jetzt ist natürlich total geschützt da und die haben natürlich Säure. Weg von meinen Skat-Raketen. Sie bekommen sie noch. Nee, so hat das nicht ganz funktioniert. Das ist jetzt blöd. Ich gucke nur mal, aber normalerweise dürfte einer nicht reichen. Normalerweise reicht einer nicht alleine. Wir probieren es aber mal. Wir haben einen Krieger verloren.
Schnell. Ich habe halt nichts anderes. Oh, ich hätte das vielleicht noch machen können. Zumindest ein Loch. Ja! Glückwunsch zur Beförderung. Es wird zwar gleich wieder aufgebaut, aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so tragisch. Vielleicht kann ich mit der Säurebombe noch was machen. Aber hier unten werde ich gerade voll dezimiert. Wieso baue ich auch keine Einheiten? Ich verstehe es nicht. Die Anspannung bringt sie. Irks, da geht's weiter. Hatte ich nicht mal jemanden dahin geschickt? Die wollen mir den Skatsturm einfach nicht lassen. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben einen Krieger verloren. Uiuiui, jetzt kommen sie aber hier. Aber gegen Felix geschützt haben die eben keine Chance. Etchy Batchy. Puh, anstrengend. Das ist ein Dreier, das ist schon mal gut. Wehrt euch doch einfach mal. Warum wehrt ihr euch nie? So, ich habe nur zwei Schwarzmärkte. Das muss ich auch mal verändern. Verändern. So, komm, dafür brauche ich noch einen neuen. Das muss auch mal sein. Wehrt euch. Tief durchatmen, General. Wenn ich mal irgendwann genug Einheiten habe, kann ich mich auch zur Brücke hochschieben. Habe ich eigentlich geschafft, den zu zerstören? Ich habe keinen Radarwagen. Ich habe gar nichts. Das ist alles so schwierig hier. So, schnell noch ein Schwarzmarkt, bitte. Ihr Stützpunkt ist wirklich groß, General. Ist er. Ein perfektes Ziel für meinen Skatsturm. Oh nein! Natürlich schafft er das. Wenigstens bleibt da Loch übrig. Das waren mal meine, fällt mir gerade auf. Das wird es auch wieder so werden. Können wir nicht so lassen hier. Wenn der mit einer Skatstellung auf das Felixgeschütz schießt, dann habe ich ein Problem. Wir haben einen Krieger verloren. Geld habe ich ja jetzt. So. Dann will ich jetzt einfach mal noch hier einen Waffenhändler. Das kann nicht sein, ich habe viel zu wenig Einheiten. Viel zu wenig. Es hätte so schön werden können, aber es ist dann doch irgendwie schwer geworden. Aber es ist ja auch nicht schlecht, wenn es schwer wird. Und die Dinger werden nicht nachgebaut, immerhin hier. Ist doch schon mal gut. Wir haben einen Krieger verloren. Wehrt euch. Verfügbar. Wird das jetzt nicht mehr aufgebaut? Dieser Arbeiter, der gar nicht existiert, der wurde offenbar zerstört. Wenn sich die Säure durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Habe ich noch irgendwo einen? Da. Na, nicht mal wieder. Deswegen habe ich dich doch eigentlich geholt mal. Mensch. Aber du tust nichts. Keiner weiß warum. Meine Fresse. Wir haben einen Krieger. Können wir den kurz upgraden? Dann ist er nämlich noch unbesiegbarer. Oh, jetzt hat er Arm. Mehr geht, glaube ich, nicht. Tut was. Tut doch was. Wir haben einen Krieger verloren. Kann ich da noch einen hinbauen? Perfekt. Schade, dass das Nachschublager nicht wie Tiberium irgendwie nachwächst. Och nö, die kommen wieder aus... Oh, das gefällt mir gar nicht. Das ist mein schöner Schwarzmarkt, den ich gerade aufgebaut habe. Das ist doch so unglaublich. Unsere Feinde haben einen Skatsturm gebaut. Das macht nichts, den mache ich gleich wieder kaputt. Das ist nicht so tragisch. Aber das Gift hier, das ist tragisch, das nervt total. Dreh dich doch mal um, dann bist du auch in Position. Dann stell dich doch einfach mal irgendwie was hier hin. Die sind jetzt beide mir inzwischen wieder. Schon mal gut. Schön, dass die auch ein bisschen mitkämpfen. Da können die mich echt unterstützen. Haha, diesmal nicht, Junge. Diesmal nicht. Die wirken auch eigentlich relativ wendig, die Viecher. Wendiger, als man denken würde. Ja, ich warte, bis dieses scheiß Gift wieder weg ist. Ich brauche einfach mehr Felixgeschützer, dann können die da auch nicht mehr mit ihrem blöden Flugzeug durchkommen. Eieieiei, ist das schwierig. So, der Skatsturm ist bereit. Soll ich schon angreifen? Was hält mich davon ab? Sein hoher Timer vielleicht. Nun gut, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben einen Krieger verloren. Unser Skatsturm ist einsatzbereit. Wieso? Starte Skatsturm. Beim letzten Mal hat es aber auch geklappt und es wird gerade nicht mehr repariert. Hat schon ein bisschen Schaden genommen. Die haben sich selbst, glaube ich, am meisten geschadet. Der steht schön weit weg. Und... sollte doch dann reichen.
Der ist schon mal tot. Perfekt. Alles kaputt. Alles kaputt. So. Drei davon. Da oben steht ja sogar noch einer. Grandios. So, da bauen wir jetzt nur noch Felixgeschütze. Dann haben wir endlich mal ein bisschen hier Luft, hoffentlich. Mal gucken, wer überlebt. Haha, ich überlebe. Ich werde überleben. Oh, da kommt jemand. Aber die müssen hier dran vorbeifahren. Und dann habe ich sie. Die lernen auch nicht. Oh! Wen greift der an? Ach, den Scutch. Boah, wie weit kann der denn schießen? Das ist ja nicht normal. Total unnormal. So, jetzt will ich ihn aber trotzdem hier haben, den einen. Schwarzmarkt. So, noch ein paar. Oh, jetzt kommt aber ein Bomben-LKWs hier. Sie wollten zumindest. Kann ich die eigentlich auch upgraden? Ich glaube nicht. Aufrüsten. Ich denke, die kriegen nur Geld dafür. Doch! Wie geil! Was ist das für eine Monsterrakete jetzt? Schnell, schnappt ihr das. Ein Dreier und dann noch aufgerüstet. Das ist ja übermächtig. Hohohoho. Aber jetzt sind sie langsamer geworden, kann das sein, weil die Raketen größer sind. Der ist auch aufgerüstet gewesen. Eieiei. Darf ich mal wieder ein sowas haben? Wäre voll cool. Ein Einzelner reicht hier locker. Pumpzelt gefahren, aus dem Blick. So, wie siehst du das jetzt? Hä? Noch ein Flugzeug werden wir nicht ertragen. Das werden wir zu verhindern wissen. Schnappt euch doch mal das ganze Zeug da. Zwar ein bisschen Chemie dran, aber macht nichts. Sehr schön. So, mit den Scudwerfern wollte ich jetzt noch hier drauf. Man sieht halt nichts. Ich will endlich diese blöden. Unsere Feinde haben einen Scud-Sturm gebaut. Ach, schon wieder, ganz überraschend. Da kann ich mich aber jetzt ganz schwer nur gegen wehren. Ne? Das kannst du reparieren. Einer kommt mal nach oben irgendwo hin. Du baust dann mal hier noch einen Schwarzmarkt. Dann holen wir da nochmal einen Infanterist raus. Vielleicht kann er endlich mal den Sportturm da einnehmen. Das wäre voll zeitgemäß. Wäre höchste Zeit. So, und da kann man da noch welche hinschicken. Nicht gerade die Radarwagen vielleicht. Hier runter bitte. Sprengen. Ja, dann werden die sich halt selbst sprengen. Sie haben meine Experimente gestört. Ob das wirklich so wichtig das ist. Werden Sie noch bereuen, General. So, jetzt bitte mal das hier aufdecken und dann greifen wir das an. Das macht dem dann ordentlich Schaden. Naja, zumindest geht das dann weg und nervt nicht mehr. Toll, den haben sie wieder geklaut. Ich hasse es. Diese blöden Infiltratoren. Oh, und die schießen mich auch noch ab hier. Das mag ich ja gar nicht. Wollen Sie mich angreifen, haben Sie es geschafft? Haben Sie Angst vor dem, ja, Sie haben es kaputt gekriegt. Schon recht weit weg, sehr gut. Das hat der, jetzt schnappt er sich das noch. Und dann kann er den wieder befreien von seiner Neutralität. Unser Scud-Sturm ist einsatzbereit. Dass er das eingenommen hat, ist nicht mal neutral hier. Gut, die müssen mal wieder speichern und mal wieder einen feindlichen Scud-Sturm zerstören. Das dauert schon lange, die Mission. So, den kriegt der Klein. Jawohl, der ist tot. Schaffen sie das diesmal mit einem Scud-Sturm? Starte Scud-Sturm. Schaffe ich das diesmal?
Zur Not hätte ich noch eine Säurebombe, die würde wahrscheinlich reichen. Meine Waffen ist kein Kraut gewachsen, General. Ja, Kraut nicht, aber Generäle. Und das klappt immer wundervoll. Ich habe wohl zu oft an meinen Chemikalien geschnuppert. Sie können nicht siegen. Der überlebt das auch alles immer. Sehr schön. Den lassen die jetzt einfach so stehen. Ich könnte mit neutralen Fahrzeugen die Brücke blockieren. Dann käme der hier nicht mehr durch. Schon interessante Gedankengänge. Aber dazu müsste ich das irgendwie hinkriegen, dass der meine neutralisiert. Was können Sie schon damit anfangen? Ganz viele Fahrzeuge bauen. Kostengünstige jetzt. Das kann ich damit anfangen. Hurra, hurra. Jetzt bin ich auf der Siegerstraße. Es hat ja lang genug gedauert. Wir haben einen Krieger verloren. Welchen? Ausgerechnet den ich gerade befreit habe. Schade. Blöde Chemiewaffen hier. Hihi, dafür habe ich Raketenbuggies. Für so ein Schnonsens. Schicken wir da was drauf. Der baut bestimmt gleich wieder den Skatsturm auf, aber macht ja nichts. Vorsicht. Ach nee, wieder so einer. Aber er hat diesmal keinen von mir erwischt, wie mir scheint. Nee, das war nicht so mein Plan, das war dumm. Einmal mal loslassen. Das klappt doch. Vielleicht sollte ich da einfach hinstellen, falls er da mal kommt. Und ich hätte auch gerne noch mehr Scud-Stellungen, die sind schon cool. Die können dann auch so in die Richtung marschieren. Was mache ich mit denen? Mit denen wollte ich jetzt mal hier angreifen. Und mich dann langsam um diesen blöden Waffenhändler im Osten bemühen, kümmern. Denn der nervt. Schieß. Sollte relativ gleichzeitig eigentlich einen treffen, damit die nicht beide abschießen können. Genau das habe ich nämlich befürchtet. Geht da mal näher ran und schießt dann gleichzeitig, bitte. Schafft ihr das? Dankeschön. Treffe ich den jetzt mit? Ja, komm. Ein bisschen zumindest. Aber der kümmert sich schon um den Rest hier. Der Vierlingsgeschütz, der kann das. Nicht im Ernst. Kann er sich jetzt wieder wehren? Warum schießen die jetzt nicht mehr synchron? Ich hab doch extra... Oh Mann, sind die doof. Synchron, gleichzeitig. Das geht doch jetzt. Jetzt bleibt mal dabei. Na cool, seht ihr, wie das dann funktioniert, wenn ihr auf mich hört? Ihr müsst nur auf mich hören. Jetzt ist das hier ein Zweier immerhin. Zweierer befördert. Ja, wundervoll. Du. Dann ist das kaputt. Jetzt kommt noch das da unten. Oder können wir mit den Skat-Stellungen vielleicht sogar vorrücken? Mehr brauchen wir eigentlich. Es sei denn, er kommt da mit Bomben-LKWs. Dann schicke ich den noch mal ein bisschen vor. Der kann sich dann ein bisschen um die Nahverteidigung kümmern. Haha, kommen sie auch noch raus. Wir haben einen Skat-Sturm gebaut. Ja, mit seinem Skat-Sturm hier. Wird auch nicht lustiger. Tief durchatmen, General. Lass mal. Ach, sind schon beide Dreier. Perfekt. Das ist ja schön. Sieht man erst mal, wie stark so ein einzelnes Vierlingsgeschütz auch sein kann. Kann der noch aufgerüstet werden? Nee, der andere vielleicht. Na gut. Mein Arm tut schon wieder weh, vom vielen Aufnehmen wahrscheinlich. Ja, ich frage mich, wer da wohl stärker ist. Meiner. Wir müssen uns erst wieder mal um diesen doofen Skatsturm kümmern. Der mal wieder steht. Der hat auch Geld ohne Ende. Viel zu viel. Je länger sie warten, desto geringer sind ihre Chancen. So, was machen wir damit? Darauf schießen. Das Dingerstellung ist hier oben, aber die Raketen sind weit genug weg, hoffe ich mal. Wieder nicht synchron, aber wer. Deswegen kümmert es schon. Kriegen sie trotzdem. Unser Skatsturm ist einsatzbereit. Wir können das nicht abwehren. Unser Skatsturm ist einsatzbereit. Schön. Ey, sie schaffen es natürlich doch. So, stopp und dann gleich.
Seite Kette. Und da kommen sie wieder. Lass das nicht zu, diesmal. Boah, danke. Musste ja endlich mal klappen. Und so viel Flachs hier. 30 Minuten schon um. Habe ich den nicht draufgeschickt? Ansonsten kommen da noch ein paar zur Hilfe jetzt, wenn die es nicht alleine schaffen. Kann ja nicht sein, dass die hier mit den Single-Raketen zwei Raketen abblocken. Das wollen wir hier nicht zulassen. Das geht ja mal nicht. Das obsoletiert dir ganz den Nutzen meiner Scud-Raketen. Ah, da schießt was. Vorsicht. Und der macht auch irgendwelche Faxen. Es gibt nichts Schöneres. Lustig. Könnt ihr jetzt mal gescheit schießen im Akkord? Am Anfang hat es auch geklappt. Danke. Gleich haben wir es. Zwei Raketen auf einmal, natürlich. Dann ist die Synchronität vielleicht besser, wenn sie nicht ganz synchron ist. Damit die Raketen dann nicht beide gleichzeitig getroffen werden. Dankeschön. Und jetzt auf diese blöde Artillerie. Geht er mal in Sicherheit. Ruhe. Lass meine Leute in Ruhe. Wir haben einen Krieger. Nein, es ist. Jim ist gestorben. Aber die Artillerie ist auch kaputt. Alles gut. Puh, das war ja gar nicht mal so leicht. Vierlingsgeschütze, Raketenbuggies. Raketenbuggies, Feelingsgeschütze. Speichern. Hetz, hetz, hetz. Dann den Scud-Stopp wieder, der zum 100. Mal aufgebaut wurde. Ah. Wir haben einen Krieger verloren. Starte Scud-Sturm. Ja, ja, ja. Haha, ist er dumm. Haha, wie geil. Der ist jetzt immer in Sicherheit, aber der wird trotzdem sterben. Dass sie so dumm sind. Ihre eigenen Gebäude hier zu demolieren. Kommt er nicht runter zum Reparieren? Nee, er will unbedingt sterben. Wie finden Sie das? Ich finde das ganz lustig, ganz formidabel. Was macht der denn wieder für Faxen? So, wo sind meine Einheiten? Ich hab's nicht mitbekommen, wann ist... Ich muss, auf der Karte hat man es vielleicht gesehen. Ein schönes Vierlitzgeschütz. Mein schönes... was mache ich denn da? Er schickt da mal was drauf. Das ist. Ach, das ist meine gerade. Ich hatte gerade Angst, das sieht wieder aus wie so ein feindliches Flugzeug. Zack. Lecker bis zum letzten Tropfen. Ärgerlich. Wo ist meine Scud-Werfer? Sie sind noch nicht bereit. Doch, ich brauche diese Vorräte. Ich bin voll bereit dafür. Jetzt sind hier auch noch blöde Sprengfallen. Zum Glück ist bisher kein Scud-Werfer da rein. Deswegen sind vielleicht meine Leute hier weg. Vielleicht sind die ja tatsächlich in so eine Sprengfalle reingefahren. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke eher, die Artillerie hier ist zuständig gewesen für diesen Mumpitz. Okay, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Mein Arm hat irgendwelche Probleme. Au, 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 au. So. Kommt vom vielen Arbeiten, ne? Vom vielen Zocken. Atmen Sie vor dem nächsten Angriff noch mal tief durch. So. Was ich gern hätte, wäre die Dingerstellung noch weg. Wenn sie das schaffen zu dritt, also vorhin haben wir es zu zweit geschafft, also müsste das eigentlich möglich sein. Dann holen wir hier noch ein paar Scud-Raketen dazu. Sieht ja wieder voll cool aus. Wie sie das nicht schaffen. Dann bin ich jetzt mal so frei und mache eine andere Strategie, indem ich da ein paar hier reinschicke. Und da, und dann habe ich schon wieder da jemanden verloren. Das gebe doch nicht. Ein Problem mit unseren Chemiewaffen, General. Der Bohrturm gehört immerhin noch mir. Sie schaffen das nicht zu dritt. Das gibt's doch nicht. Heftig. Ich werde da gleich einen Schleichangriff starten. Das kann so nicht weitergehen. So, du gehst mal da rein. Will ich wieder haben. Ich mag keine neutralen Fahrzeuge. Die sind mir voll unsympathisch.
So, wie viele sind drin? Alles voll. Gut, dann Angriff, Attacke. Dann haben wir gleich die Ruhe. So, ein bisschen weiter wegstellen, damit dann die Raketen mich nicht chemisieren. Haha, ihr könnt nicht gleichzeitig da und da hinschießen. Schießt euch recht. Im Prinzip hätte ich ja nicht mal welche rausholen müssen. Wieso sind die jetzt alle gestorben? Wieso? Wie ist das passiert? Hilfe! Ah! Gut, Hauptsache die Stingerstellung ist kaputt. Ist da noch ein Loch übrig geblieben? Nee. Vorsicht, da kommt jemand. Der Eduard, der hat was dagegen. Dieser Tod. Deswegen sollte man nicht Eduard heißen. Keine gute Idee. Och, das wird auch nicht lustiger. Schaffst du nicht. Das ging schnell diesmal. Jetzt wird das noch nachgebaut. Man glaubt es kaum. Wird aber mal Zeit, jetzt mich hier ein bisschen auszubreiten. Geht doch mal alle da hoch. Aber Vorsicht vor den Sprengfallen. Können wir die kurz mal abknollen. Die ist ein bisschen gefährlich nah. Yay, ich hab meinen... Er ist sichtbar. Schnell, bevor er wieder schießt. Jetzt schießt doch, sonst seid ihr tot. So läuft Krieg doch nun mal. Meine Fresse, was behindert ihr euch hier alle? So, dann da noch einen hin. Und die können im Prinzip auch nach oben. Und die bleiben hier als Luftverteidigung. Vorsicht, General! Diese Brücke ist gefährlich, genau wie alles andere hier. Er meinte diese hier, weil ich gerade drüber fahre. Aber hier ist, läuft schon wieder irgendwas schief. Ich weiß aber nicht genau was. Ein Bomben-LKW kann doch nicht so viel Schaden machen. So, wir gehen da alle mal hin und lösen das Problem jetzt endlich mal. Hat er endlich aufgehört mit seinen blöden Scud-Stürmen? Wundervoll. Gegen meine Waffen ist kein Kraut gewachsen, General. Wenn ich hier nach hinten gehe... Wir haben einen Krieger verloren. Wieso sterben meine so schnell? Starte Scud-Sturm. Und die machen immer so ein Geräusch, als würden sie sich selbst sprengen. Wenn sie das machen würden, würden die ja wohl mehr Schaden anrichten, oder? Der Scud-Sturm ist jetzt verschwendet, ich weiß, aber es war halt ein Versuch. Läuft gar nicht mal so optimal. Naja, wenn es nicht repariert wird, dann schaffe ich es beim nächsten Mal. Aber es wird bestimmt repariert. Oder ich krieg da noch ein paar rein schnell. Fahrt doch alle mal da rein. Mach das kaputt. Schnell, 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 schnell. Viel zu wenig Einheiten vorbereitet, aber es reicht. Na also, hat es doch gelohnt. Egal, ich mochte meine Kommandeure noch nie. Jetzt gibt es nur noch uns beide. Hihi. Und mich. Zack, und jetzt gewinne ich ja doch vielleicht ganz überraschend schnell. Oh nein, dieser blöde Palast. Der ist immer so gut geschützt. Mit Säureraketen. Wir haben einen Krieger verloren. Oh, das wird eng. Ja, nicht gut, da hätte ich... Oh, jetzt kommt er auch noch damit. Ja, geil. Dann eben nicht. Aber verheerend. Da schicke ich mal sowas drauf. Nicht wieder die Kommandozentrale aufbauen, das mag ich nicht. Na, das wollen sie nicht lassen. Warum nicht? Ich baue wieder keine Einheiten, das ist mein Fehler. Schnell, schnell, schnell. Mehr Einheiten. Mehr, viel mehr. So, du kannst da mal reingehen, endlich. Gehört er mir. Jawohl, die Säurebombe hat's vollgebracht. Es ist da ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Schachmatt. In der Zwischenzeit kann ich ja mal hier vielleicht endlich mich um diese Scheiße kümmern, die mich schon so lange nervt. Der kann sich ja nicht mal wehren gegen Raketen. Nur wenn ich so nah ran muss, habe ich ein Problem. Nicht so nah ran! Die fahren viel zu nah ran, jetzt hat er mich. Ja, kann man nichts machen, sogar... Wir haben
einen Krieger verloren. Deswegen bin ich gerade mit dem anderen weggefahren. Eine Artillerie kann halt schon ordentlich weit schießen, muss ich ja zugeben. Kriegen wir den noch klein daneben dran? Schießt mal! Nein, lass ihn in Ruhe. Habe ich es geschafft? Yay! Okay, und jetzt schnell mit ein paar Einheiten da rein, dann kann man das schön lösen. Das Problemchen. Moment, wo ist es hin? Wer hat das jetzt zerstört? Eben war es noch da. Gut, dann bauen wir es eben neu auf. Da kenne ich nichts. Da war wohl ein Bomben-LKW, nehme ich mal an. Da ist der Palast direkt vor mir. Kluge Idee gewesen. Kriegen wir es diesmal klein, sehr schön. Brauchst du nicht? Na, das möchte ich doch bezweifeln. Haha, kill die alle mal. Wenn ich jetzt hier genug Nachschub bekomme, dann haben die keine Chance mehr. Das ist ja voll witzig dann. Richtig ulkig. So, die kommen da auch noch mit rein. Genug Nachschub brauche ich. Die können sich dann hier nicht mehr ausbreiten. Die haben verloren. Hat ja lange genug gedauert bis hierhin. Den wollen sie gleich wieder nachbauen. Von wegen. So, machen wir das klein. Wir haben einen Krieger verloren. Kommen die überall dran? Je länger sie warten, desto geringer sind ihre Chancen. Oh, ich habe den einen aus Versehen gesprengt. Ich wollte eigentlich eine Sprengfalle platzieren. Die könnten denn irgendwo eine Sprengfalle platzieren. Nur an neutralen Gebäuden oder am eigenen, habe ich das Gefühl. Total nutzlos. Oh, der Waffenhändler muss mal sterben irgendwann. Mit so ordentlich Nachschub regelmäßig haben die eigentlich keine Chance. Gegen mich. So, rein da. Wir haben einen Krieger verloren. Wir haben quasi schon verloren. Unser Skatsturm ist einsatzbereit. Müssen wir nur noch uns um diesen Waffenhändler kümmern. Wenn sich die Säure durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Da helfen wir dem Typ mal da oben. Der Waffenhändler muss weg. Da hat er keine Chance. Was wundervoll. Wissen Sie nicht, was heutzutage im Essen ist? Ja, trotzdem muss es mir ja nicht gefallen, oder? Skatsturm ist übrigens bereit. Dann mache ich es einfach mit dem. Dann habe ich hier meine Ruhe endlich. Das nervt nämlich schon die ganze Zeit hier, die Angriffe. Oh, so viele Einheiten. Alle mal ein. Yo, ich bin mal wieder rausgeflogen aus dem Spiel und die beiden Stände hier lassen sich komischerweise nicht mehr laden. Da stürzt das Spiel wieder ab. Deswegen habe ich es jetzt gerade mal kurz neu gespielt. Habe sonst nichts zu tun. Halbwegs so gemacht, wie es beim ersten Mal auch war. Ich habe halt jetzt 3 Skatstürme und nicht so lang rumgeeiert und ziemlich stringent aufs Ziel hingearbeitet. Aber hier sieht das noch halbwegs ähnlich aus. Hier habe ich halt ein bisschen mehr Schwarzmärkte, 3 Skatstürme. Wie gesagt, keinen Luftangriff ertragen müssen mit Säurebombe. Hier bin ich mal drauf gegangen. Inzwischen haben sie es wieder nachgebaut. Gut, dann machen wir das jetzt halt nochmal kaputt. Starte Skatsturm. Und dann haben wir es gleich geschafft. Also ungefähr zum selben Zeitpunkt hier. Nur relativ schnell bin ich hingekommen wieder. Nachdem ich vorher ein paar Mal den PC neu gestartet habe, in der Hoffnung, dass die Stände sich wieder laden lassen, aber hat diesmal nicht funktioniert. Dumm, wenn man auf die Windows-Taste kommt oder was das war. Oder Push-Bild. Da ist irgendwo noch ein blöder Infiltrator. Hm? Egal, wir machen das jetzt schnell zu Ende. Wir haben es ja schon quasi geschafft. Schnell das noch weg. Und ich wollte zumindest den Schluss noch zeigen. Nicht einfach so dann abbrechen mittendrin. Und ich muss sowieso nachspielen, damit ich in die nächste Mission komme. Also von dem her hat sich da ja nicht viel getan. Jetzt hat er nur noch den Waffenhändler unten und der ist auch gleich kaputt. Warum gibt er nicht auf? Er hat doch jetzt nichts mehr. Ach, deswegen. Könnte der ein bisschen reingehen hier. Es ging ziemlich... Oh, gewonnen. Ich habe keine Skat-Stellung diesmal gebaut. Das ist alles nur Verzögerung. Was? Wir haben gewonnen und haben gleich Platz gleich verloren. Nein, ich habe mein Generalspatent nicht im Lotto gewonnen. So siehst du aber aus.
Ja, wenn man nicht lang rummacht und nicht rumspielt, also mit Skatstellung und so, das ist alles gar nicht notwendig, wenn man ehrlich ist, aber es macht die Sache halt ein bisschen spannender. Dann geht das relativ zügig. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Maximal 20 Minuten, denke ich mal, nachdem ich vorher 40 Minuten schon mal aufgenommen hatte. Und kurz vorm Schluss dann war, schade, dass die sich nicht mehr haben laden lassen. Ich lösche die nicht. Ich habe hier so wenig gelöscht bisher, die letzten Male. Nach den normalen Kampagnen. Da habe ich immer nur einen Stand übrig gelassen pro Mission. Und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Vor allem hier bei Schwierigkeitsgrad schwer. Bei der 7. Mission. Das war... Vielleicht versuche ich das ja irgendwann nochmal, aber nicht ernsthaft, glaube ich. Nicht mit Aufnahme, vielleicht im Stream. Eines Tages 2030. Wenn das Spiel auf Windows 10 dann noch funktioniert. Jetzt habe ich ja noch Windows 7. Unter anderem wegen diesem Spiel. Aber danach werde ich wahrscheinlich upgraden auf Windows 10. Aber das ist ja total unnötig. Jetzt irgendwie unnötige Information. Ich wünsche euch mal noch einen schönen Tag. Und lasst euch nicht ärgern, wenn irgendwas abstürzt. Einfach weitermachen, von vorne beginnen. Und besser machen. Tschüss.